Na zusammen, hier ist wieder Hotschella und schon wieder für euch in Battlefighter Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es nämlich um 100 Schließkassetten, die ich mir gefarmt habe. Beziehungsweise eigentlich habe ich sie nicht gefarmt, sondern die sind halt nebenbei gedroppt. Und die wollen wir jetzt aufmachen. Ich habe sonst eigentlich Schließkassetten immer weggeschmissen, weil ich immer zu faul war, die auf den Rogue zu schicken oder auf Antoninus hatte ich jetzt auch keinen Rogue. Ich habe mir jetzt einen Testchar erstellt. Übrigens, ihr könnt damit mit einem 110er Testchar die ganzen alten Schließkassetten aufmachen. So ein kleiner Tipp, falls ihr die bekommt, müsst ihr euch nicht extra einen Rogue leveln. Genau. Ich brauche aber noch ein Item, was unter anderem aus den Schließkassetten rauskommen kann. Und deswegen habe ich jetzt immer, wenn ich welche bekommen habe, die auf diesen besagten Test-Tink geschickt und dementsprechend die so lange gesammelt, bis ich jetzt 100 Stück zusammen hatte. Und jetzt wollen wir die mal aufmachen. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht rauskommen. Aber ich habe immer noch so eine kleine Hoffnung, dass ich ein ganz bestimmtes Item kriege. Und zwar ähm, gibt es ein Schmiedekunstrezept. Und dieses kann auch aus diesen Schließkassetten rauskommen. Hier, dieses schöne Rezept hier: Tückische Metrillklinge. Das ist ein Classic Word Drop. Und dementsprechend kann der auch hier. Bei Classic, warte mal, wir haben es auch hier irgendwo, Weltbeute. Genau, also er kann halt auch hier in diesen Schließkassetten drin sein. Gut, ich habe anscheinend von den Schließkassetten nur eine einzige. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, da habe ich ein paar mehr. Aber dementsprechend, vielleicht ist auch in den anderen Schließkassetten irgendwas drin, was von wert ist. Bevor ich die wegschmeiße, können wir es jetzt einmal aufmachen. Gut, ich gucke mal, was wir drin haben. Mal schauen, ob wir irgendwas haben, wo ich dann vielleicht auch mal Haar verkaufen kann oder selber nutzen kann. Und dann würde ich mal sagen, äh, fangen wir an. Es sind wirklich 100 es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Reihen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 mal 99 und hier haben wir dann noch eine und das ist die 100ste. Okay, dann steigen wir mal ein. Also, was haben wir hier drin? Rezept, was 50 Gold wert ist. Handschuhe, die 100... Ach der Scheiße, das wird halt so eine Nullnummer hier. Ich weiß schon, warum ich die eigentlich wegschmeiße. Jetzt machen wir mal ein paar auf und dann schauen wir uns, was wir rausgekriegt haben aus der ersten Reihe. Okay, also das sind ein paar grüne Items, haben wir hier rausgekriegt, die so 100... Oh. Oh. 30.000. Ah ja. Ja gut, ob das verkauft wird? Okay, aber das ist schon mal schön. Anscheinend habe ich das aber selber schon. Das heißt, 30k wert sein, Minimum Verko Sofortkaufspreis. Das ist, was tatsächlich verkauft wurde. Ah ja! Okay. <laughs> okay. Warten wir die mal alle auf. Schauen wir mal, was wir dann als nächstes so gekriegt haben. Also, das eine sieht schon mal vielversprechend aus. Wo waren wir stehen geblieben hier? Ähm. Halt, jetzt durch den Überblick. Okay, das ist nichts wert. 600 Gold. Knappe 200. Das habe ich noch nicht selber vom Transmarkt. Das könnte ich mal rüberschicken zu einem Twink. Äh, knappe 100. 3000 Gold. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, die anderen Sachen sind jetzt nicht so viel wert. Aber der eine Zauberstab. Oh, okay. Also wenn ich mehr solche Items rauskriege, dann bin ich doch gewillt, diese Kisten immer zu sparen und sie nicht wegzuschmeißen, weil da kann anscheinend auch ganz cooles Zeug drin sein. So wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube hier irgendwo bei den Hosen. Die Rezepte, die waren da nichts wert. Das kannst du auch vergessen. 400. Hm. Aber es gibt auch ein paar Transmog-Sachen, die ich selber noch brauchen kann. Also mh, der Stab hier. Ah ja, knappe 2k. Ich habe ja einen Schar, wo ich halt so Zeug verkaufe, ähm, das so beim Transmog Farmen eh anfällt. Ja, also ich denke mal, so das eine oder andere könnte ganz gut sein. Ich hätte, fällt mir gerade ein, dieses eine Addon anschmeißen sollen. Oh, das Rezept hier. 10.000 Gold. Uiuiui, was ist denn das für ein Rezept? Aha, das ist ein inji rezept oder? Ja, für ein Haustier. Gar nicht so schlecht. Okay. Was haben wir hier sonst noch so dabei? Also bis auf den Stab ist es und das Rezept ist, glaube ich, nichts Tolles. Okay. Ja, aber ich, ich denke mal, ein paar tausend Gold haben wir. Also wenn wir es denn verkauft kriegen, ne? Das muss man natürlich bei Transmog auch immer noch dazu sagen. Das ist eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit. Ob du das natürlich dann. weil in der Schließkassette, noch eine Schließkassette? Mhm. Ob du das dann verkaufst kriegst, ist ja nochmal eine andere Sache, steht auf einem anderen Blatt. Okay, uh. ein Ring kauft halt keiner. Also den werde ich beim Händler verkaufen. Also Transmog-Items, die gehen ja vielleicht nur weg, ne? Aber einen Ring kauft halt einfach keiner. Also im Normalfall. Warum sollte jemand einen Low-Level-Ring kaufen? Das bringt halt keinem was. So, das haben wir nochmal alles raus hier. So, schauen wir mal, was ist hier dabei? Hm, 1000 Gold. Also unter 1000 Gold hau ich die Sachen nicht ins Auktionshaus. Weil da fressen sich dann irgendwann die Auktionshausgebühren auf. Das verkaufe ich dann einfach beim Händler. Okay, da war jetzt tatsächlich nichts. Schon wieder nichts. Schließkassette. Interessant. Kriegen wir Schließkassetten aus Schließkassetten raus? Das sind jetzt eher MOP-Sachen, ne? So wie es scheint. Hm. Die jetzt aber auch nicht ganz so geil sind. Oh, was haben wir hier? Knappe 1000 Gold. Das kann ich sogar selber lernen. ja oh, warte mal, komm, den lernen wir gleich. Gleich schon mal einen Transmog rausgezogen. Das können wir dann verkaufen. Also, für, die, für das Transmog-Geschäft ähm, ist es auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ich habe jetzt auch einige Sachen, die ich selber noch lernen kann, was gar nicht schlecht ist. Aber am Anfang hatten wir jetzt teure Sachen dabei. Ne? Also, der, dieses eine Ding für 30k, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Schauen wir was wir hier noch haben. Es gibt so ein Addon, wisst ihr, das ähm, würde die Preise zusammen addieren. Aber wie aussagekräftig das dann natürlich ist, ne, ist jetzt immer dahingestellt. Okay, das war jetzt die Brust, haben wir schon gesehen. Das ist jetzt alles nix nichts Tolles hier. Gut, die haben wir ja auch schon gelernt. Okay, mal gucken, vielleicht kriegt es nochmal irgendwas teureres raus oder vielleicht sogar mal ein Rezept. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die eine Schließkassette schon aufgemacht habe, wo es drin sein kann. Ich dachte, dass ich ein bisschen mehr aus Classic habe tatsächlich. War anscheinend eine Fehleinschätzung. Okay, das ist auch hier lauter Zeug, das nicht viel wert ist. Nee. Also die MOP-Sachen, die scheinen ziemlich, ziemlich wenig wert zu sein. Da ist wahrscheinlich auch nicht so viel extrem seltene Weltbeute dabei. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die auch so droppen und dann ist es halt einfach nicht viel wert. Und das sind auch die Schließkassetten, wo noch wieder andere Schließkassetten rauskommen können. Äh, ich glaube, die hatten wir schon. Hier geht's weiter. Ja, das ist alles im 10-20-Gold-Bereich. Hier mal eine Brust, die ein bisschen mehr wert ist, aber das ist auch wieder aus Classic was. Also man merkt, die älteren Sachen sind mehr wert. Ne? Also Classic Burning Crusade, da gibt's ordentlich was raus. Aus den MOP-Sachen, das kannst du vergessen. Da kriegst du, da kriegst du nichts Wertvolles raus. So, dann haben wir mal noch alle Kisten aufgemacht. Wir haben noch eine Schließkassette bekommen. Okay, und das Zeug ist tatsächlich alles nicht viel wert. Also wir können jetzt mal ein paar Sachen gucken, die was wert waren. Ich glaube, wir hatten hier oben, ähm, hatten wir eins, wo hier, das, das war was wert. Das war alles ziemlicher Ramsch hier. Ramsch, Ramsch, Ramsch ihr ja, das Ding war noch ein bisschen was wert. Die Rezepte leider nicht. Also mal so ein bisschen zusammenziehen, wo wir, wo wir Geldquellen haben. Also wie gesagt, unter 1000 Gold finde ich, dass sich nicht lohnt. Ihr müsst nämlich rechnen. Ähm, ihr stellt die Sachen halt x mal ein. Also Transmog verkauft sich nicht über Nacht. Es kann teilweise sein, dass ihr das Zeug ein halbes Jahr einstellt oder und oder länger. Ne? Also von dem her, wenn ihr da nur ein paar 100 Gold oder nicht mal 100 Gold macht, das rentiert sich nicht. Ihr habt bei. Ähm, Waffen relativ hohe Einstellgebühren und dementsprechend stelle ich das nicht rein. Gut, es kann natürlich sein, dass man das dann trotzdem schnell verkauft und einen Gewinn macht, aber auf das will ich mich halt jetzt eher nicht stützen. Ne? Aber das muss jeder selber wissen. Für manche lohnt sich vielleicht auch schon ein Item für 200 Gold zu verkaufen, haben oder nicht haben. Kann man machen. Ich versuche die Sachen dann eher alle selber zu lernen, die ich halt noch brauche, den Rest habe ich beim Händler weg, ähm, weil ihr ja nicht nur die, die Einstellkosten habt, die ihr berechnen müsst, sondern ihr müsst halt dann auch noch rechnen, okay, ich muss jetzt halt Zeit aufwenden. Ne? Das mag jetzt bei einem Item nicht viel, also hier ist ein, ein Platzbehälter, aber den, den werde ich auch nicht verkaufen, ähm, sondern wenn das halt mal ein paar hundert oder ein paar tausend Items sind, dann ist das halt schon eine geraume Zeit. Da könnte man noch überlegen, ob wir den ins Aha hauen. Aber warte mal, den kann ich selber lernen. Den könnte ich auch noch brauchen. So, aus den ganzen Items hätte ich jetzt gesagt, sind diese sechs Items ein bisschen was wert. Wir haben hier 1200, nur mal knappe 1000, 2500, 2700, 30.000 und 900. Ja, gut, das sind jetzt wahrscheinlich so knapp, wenn man es großzügig aufrunde, knapp 40k. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber dafür, dass wir die Kisten nebenbei bekommen haben, ist es schon ganz okay. Und ich habe ja hier, wie ihr seht, noch das ein oder andere Transmog, was ich zu Twink schicken kann und dementsprechend da vielleicht noch äh, ja, ein paar Transmog-Sachen mehr lernen kann. Also, Resümee: Farmen würde ich diese Schließkassetten auf keinen Fall, das lohnt sich nicht, aber wenn sie nebenbei abfallen, dann kann man ja gucken, dass man die aufmacht. Vor allem die, die von dem Loren expansions heißt Classic Burning Crusade. Da sind manchmal seltene World Drops drin, die halt schon recht gut Kohle wert sein können. Gut, damit sind wir an dem Ende von dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten kleinen Opening Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.